Sehe ich aus? Gut genug. Es geht auch ums Aussehen. Es geht aber um noch viel mehr. Es geht um ein Kulturgut, um einen Wirtschaftszweig. Deutschlands Weinmajestäten brennen genau dafür, denn der deutsche Wein braucht einfach viel mehr Verständnis für die Arbeit, die da getan wird. Diese drei Frauen sind die Gesichter des deutschen Weins. Herzlich willkommen. Wir sind Businessfrauen, echte Powerfrauen. Ein Jahr Vollgas, ein Jahr alles raushole, alles was geht für unsere Winzerinnen und für unsere Winzer. Wir erleben drei Powerfrauen, die sich stark machen für die Weinbaunation Deutschland. Hauptbahnhof Erfurt. Wir treffen die deutsche Weinkönigin. Sina Erdrich ist mal wieder im Terminstress, aber ihr Lachen verliert sie nie. Heute geht's aufs Erfurter Weinfest. Ich komme gerade aus Berlin und danach geht's nach Ingolstadt. Also ich habe noch ein volles Programm. Und wo ist die Krone? Mit dem schönen Kaffee. Sie hätten fast die Krone vergessen im Zug. Na doch. Ja, weil wir die halt in diesem Koffer rumtragen, damit die nicht beschädigt wird, ist die da halt ganz sicher im Koffer drin. Und dann habe ich den jetzt oben liegen gehabt und beim Aussteigen gemerkt, dass was fehlt. Dann sind nochmal fix rein. Ist mir aber noch nie passiert vorher. Sina Erdrich vertritt ein Jahr lang die deutsche Weinbranche, auch dort, wo man eher Bier trinkt. Es ist generell außerhalb der Anbaugebiete so, dass die Leute natürlich den Wein nicht so gut kennen wie wir, die mitten in den Reben groß geworden sind. Das ist immer ein anderer Job, als innerhalb eines Anbaugebiets unterwegs zu sein. Bin ich mal gespannt heute Abend. Die Weinkönigin ist auf Werbetour in der thüringischen Landeshauptstadt und will für die Winzerinnen und Winzer wie immer alles geben. Am Rhein dagegen, genauer in Rheinhessen, mittendrin im größten deutschen Weinanbaugebiet, sind ihre beiden Weinprinzessinnen auf Campertour unterwegs. Angekommen! Aussteigen bitte! Ich bin am Roten Hang, habe ich gehört. Ja. Sie informieren sich bei der rheinhessischen Weinkönigin. Die bekannteste Weinlage in Rheinhessen, der Rote Hang. Linda Trabach und Saskia Teuke werden in den kommenden Tagen die 13 Weinanbaugebiete in Deutschland besuchen mit dem Camper. Das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten freue, jeden Tag woanders einzuschlafen und dann woanders aufzuwachen, ja, mit ganz vielen neuen Erlebnissen und Menschen. Mit alkoholfreiem Sekt am besten direkt vor Ort. So ein Weinanbaugebiet, das kann man am besten erschmecken. Die Weine der Winzer. Nein, wir werden die Weinprinzessinnen auf ihrer Campertour durch die Weinberge immer mal wieder begleiten. Zurück in Erfurt. Sina Erdrich jetzt mit Krone hinein ins Abenteuer. Sie will wissen, wie die Leute hier zum Wein stehen und wie die Thüringer ihn trinken. Also ich war noch nie in Erfurt. Dann wird's Zeit. Ja. Gibt's auch Bier auf dem Weinfest? Eigentlich nicht. Es ist schon das 30. Weinfest in Erfurt. Sina trifft die thüringische Weinprinzessin Katharina. Die Weine kommen aus 9 Anbaugebieten. Die Kulisse stimmt im Schatten des Erfurter Doms. Na dann. Wir müssen mal schauen, wo wir halt mit Leuten reden können. Die Ortschaft, wo ich herkomme, das heißt Lachen. Ja. Also wie hahaha. Ja. Und wir haben eine Partnergemeinde in Lachen-Speyerdorf. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Und da fahren wir einmal im Jahr hin und trinken Wein. Und dann trinken wir Wein, aber wir vertragen den Wein nicht so gut. Also wir vertragen lieber das Bier. Seid ihr alle drauf? Wenn ich jetzt hier ein Organisator vom Fest wäre, was könnte ich machen, damit mehr junge Leute auch kommen? Vielleicht in richtige moderne Musik. Das wäre so die Sache, wo ich sagen würde, um junge Leute noch abzuholen und den Wein ein bisschen besser rüberbringen. So ein DJ? Vielleicht, ja. Oh, du bist so schön. Es heißt ein Amt mit Reichweite. Und Reichweite muss man nutzen. Und auch die Bühne nutzen. Also lassen Sie uns heute die Weine genießen aus den deutschen Weinanbaugebieten. Vielen Dank, zum Wohl. Und ja, haben Sie einfach einen wunderschönen Abend. Danke sehr.
Sprachlos vor Publikum ist sie wohl nur einmal gewesen, an ihrem magischen Tag in Neustadt an der Weinstraße. 73. deutsche Weinkönigin heißt Sina Erdrich aus Bern. Mein kleiner Körper konnte das gar nicht so schnell verkraften und begreifen. Ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut. Und wenn ich meine Familie angeguckt hätte, dann wären da keine schönen Fotos entstanden. Ich glaube, es gibt keine Worte dafür. Es war unbeschreiblich. Sina Erdrich, Weinkönigin von Deutschland. Ihr Empfang in ihrem kleinen Schwarzwaldort Durbach ist riesig. 1500 Menschen rühren die Siegerin zu Tränen. So hoch emotional. Das merke ich gerade wieder. Ja. Hm. Von da an ist ihr Leben wie umgekrempelt. Ein Termin löst den nächsten ab. Ja, Müller, ich wollte mit Ihnen noch mal über den Termin sprechen, nächste Woche. Meine Tage enden sehr spät, meistens nicht vor 11, deswegen stehe ich meist erst um 7 auf, dass ich noch ein bisschen meinen Schlaf auch abbekomme. Man ist stolz auf die deutsche Weinkönigin in der Heimat. Sie muss sich zeigen, beim Badischen Weinbauverband etwa. Man schmückt sich gern mit der Krone. Die Durbacherin ist viel auf Achse. Zeit zum Entspannen wenig. Wer ist die 25-Jährige? Ehrgeizig, ja. Ich würde mich aber auch als sehr unkompliziert beschreiben. Ich möchte gern mit jedem einen Weg finden. Bauchmensch oder Kopfmensch? Schon viel Bauch, weil ich viel nach dem Herz auch entscheide. Aber ich denke schon immer am nächsten. Da, wo Weinberge sind, fühle ich mich immer sehr wohl. Das finde ich traumhaft schön. Ich weiß auch, was da dranhängt. Und es ist aber auch wichtig, dass wir bestmögliche Grundvoraussetzungen haben, dass diese Landwirtschaft und diese Kultur erhalten bleibt. Im Gemeinderat von Durbach sitzt die Weinkönigin und hat ein Herzensprojekt. Sina Erdrich möchte einen Waldkindergarten bauen. Mit dem Bürgermeister hat sie einen Fürsprecher an ihrer Seite. Und die Eingangstür kommt von dort drüber so rüber. Ja. Ab Frühjahr 2023 sollen hier Kids draußen spielen und lernen. Die energiegeladene junge Frau kommt an. Das Amt Deutsche Weinkönigin hat Durbach noch mal mehr Glanz verliehen. Es ist natürlich super Werbeträger, weil wir einfach jetzt nicht mehr im Regionalteil stehen der Zeitung, sondern da steht quasi von der DPA, die deutsche Weinkönigin Sina Erdrich aus Durbach. Und sie verkörpert die deutsche Weinszene, aber immer mit einem Durbacher Tick. Wie groß der Stolz in Durbach ist, spürt man schnell. Sina Erdrich, überlebensgroß mitten im Ort. Es ist immer, wenn die Leute mich fragen, sollen wir sie mit Ihrer Majestät ansprechen? Bitte sagen Sie einfach nur Sina zu mir. Das ist ganz wichtig, auch in dem Amt nahbar zu sein. Es bringt einen nicht voran, wenn die Leute sich nicht trauen, mit einem zu reden. Die studierte Bildungswissenschaftlerin arbeitet 330 Tage für das Amt. Sie hat keinen anderen Job, hat sich das Jahr freigenommen, wird von den Eltern unterstützt. Sie ist auch die Social-Media-Queen des Teams, füttert fast täglich den Instagram-Account German Wine Ambassadors. Wir haben eine große Reichweite. Unser Job, Weine zu vermitteln, sag ich mal, das hat ganz viel mit Aufklärung zu tun in meinen Augen. Weil sind Leute dann bereit, mehr als 5 € für eine Flasche Wein auszugeben, wenn sie wissen, was dahinter steckt. Da ist Social Media prädestiniert dafür. Das muss man nutzen. Deshalb posten die Weinhoheiten, was das Zeug hält. Der Account soll rauchen. Herzlich willkommen in Wir sind endlich im Land der 1000 Himmel, ja. Und heute in Mainz. Und morgen hoch über der Mosel. Wir befinden uns gerade mitten in einer Flugstunde. Wir sehen, dass unsere deutsche Weinprinzessin das ganze Ding hier gerade leckt. Fliegen Flugrichtung Trier und Bergkastenfuß. Ja, Leute, super, super cool, die Mosel von oben zu sehen. Für meinen Magen so zwischendrin mal. Aber gut, vielleicht sollte man auch nicht am Abend davor noch bis 4 Uhr mit der Weinkönigin in der Sauna liegen. Drei Frauen für ein Jahr zusammengeschmiedet. Große Liebe, große Teamliebe. Zwei echt gute Partner in Crime oder Partner in Wine. Mir ist immer sehr wichtig, es werden 3 gewählt. Also sind auch 3 wichtig. Wir haben einfach Spaß zusammen und das ist ja auch das, was der deutsche Wein verkörpern will. Spaß und Lebensfreude und ich glaube, die können wir 3 ziemlich gut nach außen tragen.
Haben Sie Ahnung vom Wein? Was habe ich? Ahnung vom Wein? Ja, ist doch, ich würde mal behaupten, ne? Ich habe sehr viel zum Thema Wein angeeignet, auch ohne Studium. Ich komme nicht aus einer Winzerfamilie, ich habe kein Weingut zu Hause, aber ich habe wahnsinnig viel gelernt. Mit viel Interesse, mit immer einem offenen Ohr, mit vielen Nachfragen, kritischem Hinterfragen. Zu zeigen, dass man eben nicht nur ein Püppchen sein muss, die am besten noch 50 Hektar hinten dran hat, sondern man darf auch ganz offen und ehrlich sagen, weil ich komme nicht aus einem Weingut, und dass man trotzdem auch dann Repräsentantin für den deutschen Wein sein kann und darf. Und ich glaube, feedbackmäßig auch ganz gut ankommt. Wir sind wieder auf Campertour in die Weinanbaugebiete. Saskia und Linda diesmal im kleinsten, Hessische Bergstraße bei Heppenheim. 460 Hektar, so groß wie in der Pfalz schon mal ein einzelner Weinbauort. Hier auf der Strata Montana waren schon die Römer unterwegs. Otto Gutier ist Bergstraßenweinexperte. Sie sind nicht die Verkäufer des deutschen Weins, aber sie sind die Repräsentantinnen des deutschen Weins im Ausland wie im Inland. Und viele Winzerinnen und Winzer sind stolz, dass wir solche Ämter haben, um das uns die ausländischen Kollegen oft beneiden. So, Linda, wir haben es geschafft. Wir sind die Weinberge hochgelaufen zur schönsten Weinsicht von 2012. Und wie ist die Aussicht? Die ist Hammer. Super schön. Super lehrreich wird's in der Schatzkammer der Bergsträßer Winzer. Dann denkt man eigentlich schon, man weiß ja jetzt alles und man ist jetzt Profi, und dann kommt man in die Betriebe und dann sieht man einfach so viel Praxis und so viel Umsetzung und so viele neue Ideen, die Winzer einem mitgeben. Das ist so unfassbar, und schon allein dafür lohnt es sich, deutscher Weinprinzessin zu sein. Auch den Leuten mal zuzuhören, wo kommt der Wein her, wo ist er gewachsen, wie spielen da die verschiedenen Faktoren mit rein, wie ist der Boden, wie ist das Klima, und diese Erlebnisse dann wieder weitergeben zu können. Das ist dann die Aufgabe der Weinhoheiten. Solch ein Amt zu besitzen, ist für eine Weinbauregion wie ein Lottogewinn. Wir haben durch eine Weinprinzessin auf deutscher Ebene eine Repräsentation, die ist gigantisch. Und das bringt uns in der Vermarktung definitiv Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit heißt mehr verkaufter Wein. So einfach. Bevor Linda Trabach deutsche Weinprinzessin wurde, war sie Weinkönigin ihres Heimatortes. Ihre Jeanskutte passt zu ihrem Musikgeschmack. Okay, oder? Super, oder war ganz schlimm schief? Nein, super. Okay. Das ist genau meine Musik. Ich kann das auch mit Helene Fischer, und ich tanze auch total gerne Discofox, aber ich stehe halt auch total gerne irgendwo mal an der Theke, lass meinen Kopf ein bisschen nach vorne und nach hinten fliegen. Passt aber gar nicht so zur Krone und Kleidchen, oder? Doch, total. Die Krone muss man nur dabei festhalten, sonst fällt die runter. Ist auch ein bisschen abgedreht und ausgeflippt, aber ja, that's me. Linda Trabach ist studierte Tourismusexpertin, arbeitet in der Daganova Weinmanufaktur in Bad Neuenahr. Die 25-Jährige ist dort die Frau fürs Weinmarketing, wenn sie denn mal da ist. 200 Tage im Jahr ist sie nämlich als Weinmajestät unterwegs im Ehrenamt. Das normale Leben geht natürlich auch irgendwo weiter, und man muss auch ein bisschen Geld verdienen, ne? Also man kann ja nicht nur von Luft und Liebe leben. Das normale Leben, was heißt das schon an der A? Linda Trabach kommt aus Dernau. In der Flut im Juli 2021 sterben in dem Weinort 13 Menschen. Tod und Verwüstung überall. Unbeschreiblich, weil das ja auch alles Leute sind, die man gut kannte. Und auch nicht alles nur ältere Leute, die im Erdgeschoss bettlägerisch waren und es halt einfach nicht mehr hochgeschafft haben, sondern auch einfach zugefallene Türen bei jungen Leuten. Und unbegreiflich, warum sowas passieren muss. Sie gibt den notleidenden Menschen in ihrem Heimatdorf eine Stimme. Ihre Freundin Franziska Schnitzler etwa. Ihr Kölner Hof musste nach der Jahrhundertkatastrophe abgerissen werden. Sie stand vor dem Nichts. Mittlerweile hat sie an gleicher Stelle wieder eine Weinlounge aufgebaut. Aufgeben ist keine Option. Das hört man oft an der A. Ja, Lindas Job ist für uns wahnsinnig wichtig. Die verbreitet ja unsere Botschaft dann einfach auch noch mal
an die Leute, die vielleicht denken, ja, hier ist ja alles ja schon wieder aufgebaut. Dadurch, dass sie so ein bisschen uns repräsentiert, dass die Leute hier hinkommen und hier verzehren, Wein kaufen. Nur so können wir überleben und das Tal wieder zu dem aufbauen, was mal war. Es ist einfach dieser Zusammenhalt, den wir hier haben und diese Kultur und Tradition. Und das macht mich unfassbar stolz, auch einfach Dernauerin zu sein. Hat geklappt? Kopfmensch oder Bauchmensch? Bauchmensch zu 300%. Große Weinwelt können die Hoheiten aber auch. Die deutsche Weinkönigin und ihr Gefolge beim Ball des Weines in Wiesbaden. Es wird spannend. Aufregend, aber eigentlich mehr Vorfreude. Na, sowas erlebt man ja auch nicht alle Tage. Der Verband Deutscher Prädikatsweingüter hat ins Kurhaus nach Wiesbaden geladen. Jedes Jahr die ganz große Bühne, die amtierende deutsche Weinkönigin moderiert. Meine Damen und Herren, Sie sehen alle bezaubert aus. Und ich kann Ihnen verraten, dass es auch ein bezauberndes Programm geben wird. Mein Name ist Tina Erdrich, ich bin die 73. deutsche Weinkönigin und habe heute... Sina Erdrich führt sehr professionell durch den Abend. Ihre vielen Auftritte haben sie immer routinierter werden lassen. Saskia und Linda liefern ein schönes Ambiente. Die Bühne aber gehört der Königin. Sie sind überall die Repräsentantin des deutschen Weins. Das macht Spaß. Gelegentlich ist es auch ein bisschen stressig, aber Sie machen das großartig. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich beschreibe mich immer gern als Sprachorgan der Branche, als Mischung aus Marketing-Tool und Weinbau-Lobbyistin. Natürlich geht es darum, Werbung zu machen, das Image der deutschen Weine zu verbessern, dass diese Kultur erhalten bleibt, weil sie so erhaltenswert ist. Eine jahrhundertealte Weintradition, wie sie im Kloster Eberbach zu sehen ist. Insta-Selfie mit dem Kulturdenkmal im hessischen Rheingau. Zisterzienser-Mönche haben hier in diesen Kellern Wein ausgebaut und sicher auch gerne getrunken. Was riechen Sie hier? Ein bisschen was Muffiges, dann ein schweres Holz, ein bisschen feucht, ein bisschen modrig und trotzdem irgendwo süßlich und schön. Wir haben hier wirklich Geschichte Stein auf Stein gestellt. Und das Ganze wird ohne Steuergelder finanziert und kostet läppische 10.000 Euro am Tag im Unterhalt. Das ist ja Wahnsinn. Die Infos kommen alle über Audioguide. Es ist eine Dame, glaube ich, gerade, die so ein bisschen eben erzählt, wie die Mönche diese Treppe hochgegangen sind, betend in den Schlaf hinein quasi. Und wenn man dann selber diese Treppe hochgeht, dann kommt das Gefühl schon in einem hoch, ja. Dass man schlafen möchte. Ich hätte jetzt auch gesagt, das kann ich bestätigen nach dem vierten Tag Camping. Wein ist schon bei den Zisterzienser-Mönchen eine Erfolgsgeschichte gewesen. Diese Kultur weiterzugeben, ist den beiden Weinmajestäten eine große Motivation. Oma wollte zu gern einmal Weinkönigin sein. Jetzt schauen Sie mal in Ihre eigene Vergangenheit. Deutsche Weinköniginnen werden schon seit 1949 gewählt. In Neustadt wählt man die neue deutsche Weinkönigin. Mit festlichem Aufklang, mit Gott Bacchus und den Weinköniginnen der 10 deutschen Weinbaugebiete. Man muss vortanzen. Das ist schon verrückt. Immer nur lächeln. Man stimmt ab. Bei 100%iger Wahlbeteiligung. Und die Mädchen schunkeln. Und wer saß in der Jury? Nur Männer. Man staunt und die Wahl fiel auf die Winzerstochter Mathilde Machwirt, ein Kind der Nahe. Und wie Sie feststellen können, sie ist hübsch, sie ist charmant und sie ist sogar klug. Sie ist charmant und klug, woher man das auch sehen mag, wenn sie nichts sagt. Ja. Toll, dass das noch als Attribut in Eine richtige Königin aus dem Weinmärchenland. Nee, da sind wir ja auch froh drum, dass so viele Frauen vor uns dafür gekämpft haben, dass wir heute sehr ernst genommen werden. Auch wenn Weinköniginnen oft nur Staffage waren. But now I cheer you up with a very simple but well-known word. Prosit! Thank you.
Wenn in der heutigen Zeit noch so wäre, dass du wirklich nur als schmückendes Beiwerk da stehst, einfach nur Shake Hands und machst, dann hätte ich mich nicht beworben. Ich hatte letztens ein Telefonat und der Herr sagte, ja, Frau Traber, wir möchten ja da eine junge, attraktive Frau stehen haben. Und ich dachte schon, oh, hoffentlich kommt jetzt mal. Und dann sagte, die richtig zeigt, was er auf dem Kasten hat. Und dann habe ich gedacht, der Mann hat es verstanden. Richtig. Das Amt hat sich auch äußerlich verändert. 1995 kam sie. Doppelt vertreten, damit das Glöckner das auch sieht, genau. Unsere Julia Glöckner. Also ich finde die Bilder eigentlich auch sehr stark gerade, um das mal zu sagen. Weil hier sieht sie sehr nach Businessfrau aus. Mhm. Und hier sieht sie nach Guck mich an Mäuschen aus. Also da ist in ihr selber ja schon irgendwie gerade was passiert. Natascha Thoma, 1997. Na, das Ding Natascha, das ist schön, weil sie so herzlich lacht. Ich glaube, ich weiß es auch, dass sie damit sehr viel Reichweite hatte. Ne? Also das war bestimmt auch für die Zeit so etwas lasziv und das rote Kleid, schon sexy. Viele Weinköniginnen haben ihren eigenen Stil mit eingebracht, um für die Weinbranche zu werben, auch Sina Erdrich. Hoffentlich habe ich dazu beigetragen, das Image zu steigern, dass mehr Leute deutschen Wein wertschätzen, dass mehr Leute deutschen Wein kaufen. Hoffentlich habe ich es auch geschafft, dem einen oder anderen Entscheidungsträger zu zeigen, wie wertvoll die deutsche Weinkultur ist und dass es einfach eine Zukunft haben muss. Die Frauen haben auch selbst Zeichen gesetzt mit einer Deutschland-Cuvée. Es ist schon unser Projekt, weil ich allein kann gar nicht Deutschland abbilden. Und wir standen da auch als Gemeinschaft mit großem Zusammenhalt auf der Bühne bei der Wahl. Deswegen habe ich gesagt, wir machen das zusammen, wir nennen das Zusammenhalt und ihr kommt alle mit aufs Etikett. Rieslingtrauben aus 13 Anbaugebieten in ganz Deutschland für einen Wein. Zusammenhalt. Der Geschmack der Weinbaunation Deutschland. In der Winzergenossenschaft Durbach wurde die Weincuvée ausgebaut. Mhm. Also wir haben es schon vorprobiert, du wirst mit Sicherheit begeistert sein. Er schmeckt nach was Größerem, hat die Linda mal gesagt. Man schmeckt es, dass da einfach mehr dahinter steckt. Dass andere Terroirs da mit drin sind, andere klimatische Bedingungen, die Handschrift anderer Winzer und Winzerinnen. Das ist total toll, weil man wirklich in dem Wein auch Deutschland einfach abgebildet wiederfindet. Hätte ich nie gedacht, dass das so super funktioniert. Mhm. Die Idee war grandios. Aus 1300 Litern Riesling werden 1600 Flaschen. Preis 22,50 Euro. 85% des Erlöses gehen an die Flutopfer der A. 15% an den Verein Frauen gegen Gewalt. Hey Queenie, was machen wir denn heute? Wir machen heute Pressekonferenz. Die nötige Werbung gehört nämlich dazu. Hier in Rheinhessen. Die deutsche Weinkönigin informiert die Presse über ihr Herzensprojekt. Die Weinprinzessinnen bilden den Rahmen. Sina Erdrich versichert nochmal: 1:1, alles, was da kommt, geht weiter zum guten Zweck. Fast 30.000 Euro für die A, 5.000 Euro für Frauen gegen Gewalt. Ein schönes Ergebnis und eine tolle Idee. Zusammenhalt, ein zentrales Thema in diesem Jahr. Mit Frühsport beginnt die Campingtour. Sehr schön. Ziegenjoga. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallöchen. Hallöchen. Ja, dann begrüßen wir erstmal die Sonne. Und ein und aus. Ziegenjoga. Und dann machen wir den Superman. Mal ein bisschen höher? Ja. 103.000 Hektar Rebfläche gibt es in Deutschland. Spanien etwa hat 9-mal so viel. Für viele Menschen außerhalb der Anbaugebiete ist die Qualität des deutschen Weines immer noch Neuland. Gerade die jüngere Generation, die trinken dann vielleicht mal einen Italiener beim Italiener oder einen Spanier beim Spanier. Und wie schön es doch eigentlich immer war, die Weinproben dann zu machen und wenn sie erkennen, hey, das schmeckt mir und das kommt aus einem Weindorf, wo ich eigentlich auch mal hinfahren könnte. In Weindörfer in der Pfalz etwa. Freund Merlin Eberle ist mit Saskia seit 2 Jahren zusammen. Sie lieben ihre Heimat. Wir geben alles. Ich bin ein Herzensmensch und ich glaube auch, dass ich mein Herz auf der Zunge trage und dass ich einfach 100% Saskia bin. Hier bin ich zu Hause.
Eher Kopf oder Bauch? Eher Bauchmensch. So spontan, wie ich entscheide und vom Gefühl her spielt er ganz viel mit. Wenn der Bauch aber dann zu viel Zeit hat, drüber nachzudenken, wird's doch ein Kopf. Wenn sie in Weisenheim am Sand ist, arbeitet sie. Saskia Teuke, erst pfälzische Weinhoheit, dann deutsche Weinprinzessin. Und dieses Amt ist ein Ehrenamt. Alle Majestäten bekommen eine Aufwandsentschädigung, mehr nicht. Warum macht man das? Man stellt ja sehr viel zurück in dieser Zeit, aber man lernt auch unglaublich viel dazu. Als Chance zu sehen, als Sprungbrett. Also ich würde von mir selber behaupten, dass ich innerlich mindestens 10 cm gewachsen bin durch dieses Amtsjahr. Für die berufliche Zukunft hat es auf jeden Fall viele Wege geebnet. Wir konnten unglaublich viele Kontakte knüpfen, wo ich jetzt auch ganz lange noch hoffentlich von zehren kann. Die 27-Jährige arbeitet in einem Weingut. Mit Koch Philipp Jorgel möchte sie sich hier in dieser Scheune in Obersülzen eine Kochschule aufbauen. Saskia will sich dann um die Weinbegleitung kümmern, wie sie sagt. Ein Projekt, das in 2 Jahren durchstarten soll. Ihre Prominenz will sie dafür nutzen. Auch Saskia Teuke ist eine Macherin, wie die anderen Frauen des Hoheitenteams. Die Krone braucht es für den Auftritt. Aber sonst? Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man uns eben weg von diesem märchenhaften, tollen Prinzessinnen, Königinnen, Träumchen nimmt. Wir sind Businessfrauen, echte Powerfrauen. Zurück auf dem Weinfest in Erfurt. Sina Erdrich als Businessfrau im Namen des Weins. Riesling hat immer so eine Fruchtigkeit, Apfel, Pfirsich, Riesling auf Gneis, hat Kräuter. Und hier haben wir jetzt zwei. Die Weinkönigin punktet mit Fachwissen. Ich bin Bindeglied zwischen den Erzeugern und den Verbrauchern. Ich bin viel mit denen im Austausch, die Weine produzieren. Viel im Austausch mit den Leuten, die Weine konsumieren. Ich weiß, was die interessiert. Also kann ich wiederum den Erzeugern sagen, das und das funktioniert gerade auf dem Markt. Ich kann aber auch genauso gut den Verbrauchern sagen, da legen die Winzer den Wert drauf. So, diese Brücke bauen, das ist eigentlich so der Punkt, der Job. Ja. Und sie haben auch Spaß bei diesem Job. Stopover im Rheingau. Also nach dem dritten Tag habe ich Muckis. Ja, so sieht's aus, wenn Weinprinzessinnen dann campen gehen. Saskia hat ihren Freund Merlin mit dabei, der hilft, wenn es klemmt. Vor allem kann ich ja alleine jetzt einfach auch. Der Winzer versorgt die Gäste mit dem Nötigsten, erstmal alkoholfrei. Im Weingut in Erbach steht aber auch ein Weinautomat, mittlerweile häufig zu sehen in den Anbaugebieten. Wichtig, die Kontrolle. Ohne Personalausweis kein Alkohol. Das ist ein ganz großer Punkt, dass wir da auch einfach schauen, dass wir da unser Jugendschutzgesetz einhalten, weil das ist für uns immer wichtig. Genau das möchten wir verkörpern, dass Wein Genussmittel ist und kein Suchtmittel. Und dass es darum geht, dass man Produkte und Arbeit würdigt und nicht sich einfach einen hinter die Binde kippt. Eine Weinprobe, ein Rosé-Fachwissentest für beide. Das finde ich jetzt super schön, wunder, spritzig, fruchtiger Rosé. Gerade auch, dass der nicht furztrocken ausgebaut ist, steht dem unglaublich gut bei dieses Würzige. Und diese Fruchtsüße gleichzeitig, das balanciert sich unglaublich aus. Hat so einen kleinen Tritt in den Hintern, weißt du, das gewisse Etwas, was noch dazu kommt. Ja, das sind echt Expertinnen, weil ich sag mal, in den Gesprächen, die wir jetzt schon geführt haben über Wein, da hörst du halt, sag ich mal, so zwischen den Zeilen schon, dass die Mädels echt Ahnung haben. Das merkt man bei den Mädels schon ganz deutlich. Fachwissen, charmant unter die Leute gebracht. Die Botschafterinnen des deutschen Weins. Das ist eine begrenzte Zeit auf ein Jahr und in der versucht man einfach alles mitzunehmen und dann ist man wieder ein normaler Mensch. Auf der einen Seite freut man sich natürlich, auch wieder ein Privatleben zu haben. Auf der anderen Seite ist natürlich schade, weil wir haben so unglaublich viel erlebt in dem Jahr. Hallo Mädels! Ein Jahr Vollgas, ein Jahr alles raushole, alles was geht für unsere Winzerinnen, für unsere Winzer und dann danach wieder zur Ruhe komme. Darauf trinken wir mal eine. Auf uns. Und auf die Weinbaunation Deutschland.
alle. Hauptstadtteil. Yeah.